natürlich Sophisticated Lady, Glenn Gray und die Casaloma Band 1933 aufgenommen. Erinnerte sehr an Jimmy Lunceford, aber der Jimmy machte seine Aufnahme über ein Jahr später. Die Casaloma Band war unter uns Swingern sehr beliebt damals. Den Jüngeren unter ihnen wird der Glenn Gray besser bekannt sein als exakter Kopist berühmter Swing-Titel in Stereo. Unzählige LPs gab's davon und gibt's davon mit genauer Beschreibung, Personal und so weiter und so fort. Das nächste ist auch ein Robinson, eine Robinson, El Zadie mit Vornamen, eine Blues-Sängerin aus Chicago. Aus Chicago 1928, Gold Mansion Blues, El Zadie Robinson, begleitet von Will Ezell am Klavier. Nicht einmal Bluesforscher scheinen über El Zadie viel zu berichten haben. Tatsache ist jedenfalls, dass sie im Laufe ihrer Plattenaufnahmetätigkeit von September 26 bis März 1929 auf Paramount 37 Titel auf Wachsband, ich habe sie gezählt. Und wir hörten einen davon. Jazzmusiker der ersten Reihe begleiteten die El Zadie manchmal. Johnny Dodds, Tiny Parham, Preston Jackson, Richard M. Jones, Shirley Clay auf Cornett, Jimmy Blythe am Klavier natürlich, Jimmy Bertrand und noch einige mehr. Aber wir sind jetzt wieder in Europa 1939. Thank you.
Akkordeon Baby, Sempre Voi oder Lied der Liebe. Long time no here, wieder einmal die 8 Akkordeonistinnen plus Klavier und Schlagwerk, Leitung Anni Weltner, die auch meistens sang, aber hier nicht, das war irgendeine andere, steht nur dort mit deutschem Refraingesang. Die Vornamen der Girls sind bekannt: Anni, Mignon, Helma, Susi, Rezi, Evelyn, Erna und Martha. Und diese Martha hat mir geschrieben, schon vor einiger Zeit, und ich habe, glaube ich, diese Story schon erzählt, vor circa 2 Jahren, aber vielleicht haben Sie damals nicht zugehört. Diese Martha hieß damals Wagner. Martha also bat mich, einige Nummern für sie zu überspielen. Ende 39 waren die Mädchen nach Italien gegangen und hatten auch dort Plattenaufnahmen gemacht, sie aber nie gehört. Und das war einer der dort gemachten Titel. Übrigens, die Akkordeon-Babys mussten sich umnennen, denn Baby sei ja Englisch. Offiziell hießen sie dann die lustigen Akkordeon-Mädels. Hoffentlich hört die Martha jetzt zu, oder ein anderes Akkordeon-Baby. Vielleicht die Susi, die soll jetzt in Wien wohnen, hat sich bei Martha gemeldet und vielleicht tut sie das noch einmal. Lustig, nicht wahr? Das ist hot. Thank you.